Meine Damen und Herren, er müsste eigentlich zu der Landesgruppe Sachsen gehören, denn es ist ein gebürtiger Sachse. In Chemnitz geboren, von Beruf Jurist, Publizist und natürlich, wie wir alle wissen, seit langen oder seit einigen Jahren einer der erfolgreichsten Politiker Deutschlands. Hier ist Dr. Alexander Gauland. Ja, meine Damen und Herren, schönen Dank und einen schönen Gruß an alle. Wir fuhren vorhin mit dem Auto nach Weißwasser rein und es waren so wenig Menschen auf der Straße. Und ich sagte zu meinen Mitarbeitern, das ist aber leer hier. Jetzt ist mir's klar, sie sind alle hier. Von daher kann die Straße nur leer sein. Ja, liebe Freunde, als Fraktionsvorsitzender ist man nicht in einem Ausschuss und deswegen folge ich jetzt nicht meinen Vorrednern, sondern nehme ein allgemeines Thema auf, also jetzt nicht Wirtschaft, nicht Außenpolitik und nicht Subsidiarität. Ich will Sie auf etwas anderes aufmerksam machen. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Populismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dieses Gespenst verbündet. Der Papst und die Kanzlerin, Macron und Soros, EU-Kommissare und deutsche Journalisten. Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden Gegnern als populistisch verschrien worden wäre? Meine Damen und Herren, hier in Sachsen, Sie kennen den Text wahrscheinlich. Es ist der Beginn des kommunistischen Manifests von Karl Marx und Friedrich Engels. Ich habe nur ein paar Worte ein bisschen aktualisiert und ausgewechselt. Ich bitte Sie jetzt nicht, 170 Jahre zurückzudenken, als das kommunistische Manifest geschrieben wurde, sondern nur ungefähr 10 Jahre. Damals kam der Begriff Populismus in den politischen Debatten kaum vor. Heute ist er allgegenwärtig. Was ist gemeint, wenn jemand als Populist bezeichnet? Um ein Kompliment handelt es sich offenbar nicht. Populistisch heißt, da macht es sich ein Politiker viel zu einfach. Da versucht jemand, komplexe Probleme mit simplen Parolen zu lösen. Ich nehme mal Beispiele. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Oder die Sonne schickt keine Energierechnung. Oder der Islam gehört zu Deutschland. Oder am schlimmsten, wir schaffen das. Meine Damen und Herren, Sie bemerken, dass es ziemlich einfach ist, dem politischen Gegner Populismus vorzuwerfen. Der populistischste Akt der jüngeren deutschen Geschichte war der Atomausstieg der Kanzlerin nach dem Reaktorunfall in Fukushima. In diesem Sinne bedeutet Populismus eine Politik der Stimmung der Bevölkerung. Das kann einerseits bis zur völligen Prinzipienlosigkeit führen, also zum puren an der Macht bleiben wollen. Andererseits ist Politik ohne eine Beimischung von Populismus unmöglich. Populismus ist nichts Schlechtes. Der Begriff Populus, das Volk, steckt in diesem Wort. Das Volk ist der Souverän unserer Republik wie jeder Demokratie. Oft verwenden diejenigen Politiker den Begriff populistisch als Schimpfwort, die dem Populisten eins nicht verzeihen können, dass er erfolgreich ist. Denn einen erfolglosen Populismus kann es per Definitionem nicht geben. Der Populist muss populär sein. Seit es den politischen Populismus der Gegenwart gibt, für den symptomatisch der Name von Donald Trump steht, wird von interessierter Seite unterstellt, man erkenne Populisten daran, dass sie behaupten, im Namen der wahren Mehrheit zu sprechen. Populisten präsentieren sich als die einzig wahren Volksvertreter, meinte der Politikwissenschaftler Werner Müller, der an der Princeton University lehrt. Zitat, die Elite bezeichnen sie als korrupt und nur an den eigenen Pfründen interessiert. Hier stellen sie ein vermeintlich reines, homogenes, sozusagen unverdorbenes Volk entgegen. Entscheidend ist der Alleinvertretungsanspruch. Zitat Ende.
Meine Damen und Herren, das ist keine Wissenschaft, das ist Polemik, die sich wissenschaftlich gibt. Also was uns betrifft, die AfD, wir haben keinen Alleinvertretungsanspruch. Wir akzeptieren, dass es demokratische Mitbewerber, Wahlergebnisse und wechselnde politische Mehrheiten gibt. Was denn sonst? Und deswegen ist auch jede Beobachtung durch den Verfassungsschutz einer Partei wie der unseren völlig haltlos und sie ist illegitim. Meine Damen und Herren, wir sind nicht das Volk, aber wir wollen, dass das Volk mehr direkten politischen Einfluss bekommt. Deswegen sind wir für plebiszitäre Mitsprache. Deswegen gehören Volksabstimmungen zu unseren zentralen Forderungen. Denn das immerhin unterscheidet die Populisten vom Establishment. Wir haben keine Angst vor dem Volk. Wir wollen auch nicht über die Köpfe des Volkes hinweg entscheiden. Wir halten uns nicht für klüger als das Volk. Aber warum, meine Damen und Herren, kämpfen die Etablierten gegen die direkte Demokratie und eine stärkere Beteiligung des Volkes an seinem politischen Schicksal? Nun, inzwischen wissen wir es, weil sie es allmählich abschaffen wollen. Spätestens seit ein deutschstämmiger Harvard-Professor in den Tagesthemen verkünden durfte, das deutsche Volk werde durch eine multiethnische Gesellschaft ersetzt. Dabei werde es zu Verwerfungen kommen. In Chemnitz und andernorts können wir solche Verwerfungen beobachten. Aber am Ende, so der Professor, leben wir alle im gelobten Land. Meine Damen und Herren, was läuft hier eigentlich? Was läuft schief? Ich versuche mal eine Erklärung. Das Hauptmerkmal des Populismus ist nicht, wie Professor Müller behauptet, dass er sich als der wahre Volkswille ausgibt, sondern dass er sich gegen das Establishment, wir können auch altmodisch sagen, gegen die Herrschenden stellt. Um den Populismus zu verstehen, muss man fragen, warum ist er entstanden, worauf reagiert er? Im Zuge der Globalisierung hat sich nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes eine neue urbane Elite gebildet. Man könnte auch von einer neuen Klasse sprechen. Sie ist soziologisch nicht genau definiert, aber besitzt einen enormen Einfluss. Zu ihr gehören Menschen aus der Wirtschaft, der Politik, dem Unterhaltungs- und Kulturbetrieb, und vor allem die neue Spezies der digitalen Informationsarbeiter. Diese globalisierte Klasse sitzt in den international agierenden Unternehmen, in Organisationen wie der UNO, der EU, in den Medien, Start-ups, Universitäten, NGOs, Stiftungen, in den Parteien und ihren Apparaten. Und weil sie die Informationen kontrolliert, gibt sie kulturell und politisch den Takt vor. Ihre Mitglieder leben fast ausschließlich in Großstädten, sprechen flüssig Englisch und wohnen unter ihresgleichen. Für sie sind die globalisierte Welt oder Europa kein abstraktes Etwas, sondern gelebte Realität. Etwa wenn sie zum Jobwechsel von Berlin nach London, Zürich oder Singapur ziehen. Überall finden Sie ein ähnliches Umfeld. Die Apartments, Häuser, Restaurants, Clubs, Geschäfte und Privatschulen, alles gleicht einander. Dieses Milieu ist sozial nahezu abgeschottet, aber kulturell sehr offen. Er schickt seine Kinder in internationale Schulen, wo Amerikaner, Deutsche, Inder, Koreaner und Araber gemeinsam unterrichtet werden. Ihrem Milieu bringt das kaum Probleme. In eine öffentliche Schule mit ähnlich bunter Besetzung würden sie ihre Kinder aber nie schicken. Und ich fürchte, diese Menschen würden auch nicht nach Weißwasser ziehen. Diese neue Klasse entstammt zwar meist dem Bürgertum, hat sich aber von dessen Traditionen losgesagt.
Ihr Weltbild ist progressistisch, also links. Ihr natürlicher Verbündete ist das global agierende Kapital. Ihre Angehörigen empfinden sich als gesellschaftliche Avantgarde. Das alles hat zur Folge, dass die Bindung dieser neuen Elite an ihr jeweiliges Heimatland schwach ist. In einer abgehobenen Parallelgesellschaft fühlen sie sich als Weltbürger. Der Regen, der in ihren Heimatländern fällt, macht sie nicht nass. Sie träumen von der One World und der Weltrepublik. Ihre Macht, meine Damen und Herren, zeigte sich während der Finanzkrise. In Amerika und Europa haben die staatstragenden Parteien die Krise zu Lasten der Steuerzahler bekämpft, aber die Verursacher mit wenigen Ausnahmen verschont. Die nationalen Regierungen bestätigen damit, dass es eine internationale, illoyale, über dem Gesetz stehende Wirtschaftselite gibt. Damals begann die Karriere des Begriffes alternativlos. Denn damals wurde das erste Mal gesagt, diese Art von Euro-Rettung sei alternativlos, so vermerkt. Ein ähnlicher Vorgang wiederholte sich in der sogenannten Flüchtlingskrise. Die Allianz aus internationalistischer Linker und internationalen Unternehmen zeigt sich vor allem in der Förderung der Migration und der Aufweichung nationaler Strukturen und Grenzen. Zu diesem Zeitpunkt war die demokratische Debatte in Deutschland längst erstickt. Frau Merkel hatte ihre Politik längst in eine quasi religiöse Sphäre erhoben. Sie gehorcht entweder der harten technokratischen Notwendigkeit, gegen die nur Dummköpfe opponieren können, Stichwort Euro-Rettung und Weltklimarettung, oder sie folgt einer höheren Weltmoral, deren Gegner automatisch als Verworfene dastehen. Und wenn es das halbe eigene Volk wäre. Und das haben wir bei den Demonstrationen in Chemnitz und dem, was danach kommt, gesehen. Meine Damen und Herren, diese Konstellation herrschte und herrscht bis heute in allen Ländern der westlichen Welt. Unter Präsident Obama hat sich der Riss, der sich durch die amerikanische Gesellschaft zieht, ungeheuer vertieft. Es war eine Konstellation, die förmlich nach einer Fundamentalopposition schrie. Diese Opposition konnte von rechts und links kommen, aber sie musste notwendig populistisch sein. Der globalen Klasse gegenüber steht eine Allianz der nationalen Arbeiterschaft und des nationalen Bürgertums. Das sind diejenigen, denen die Heimat etwas bedeutet, weil sie dort ihr Haus oder ihr Unternehmen haben, weil ihre Familie und ihre Freunde dort leben, weil dort die Kirche steht, in der sie getauft wurden oder geheiratet haben, weil dort der Friedhof ist, auf dem ihre Vorfahren liegen, weil dort die Sprache gesprochen wird und ihre Traditionen gepflegt werden, weil sie dort einfach gut und gerne leben wollen. Diesen Wunsch muss man nicht weiter begründen. Heimat, meine Damen und Herren, ist ein Menschenrecht. Das hat nichts zu tun mit politischen Schnullerparolen wie wir sind bunt oder wir wollen uns nicht abschotten. Niemand will sich abschotten. Aber ein Mann wie Donald Trump ist gewählt worden, weil er versprochen hat, dass er seine Landsleute vor dem internationalen Lohndumping ebenso schützen wird wie vor der illegalen Masseneinwanderung. Denn die Globalisierung sieht im Penthouse sehr viel freundlicher aus als in der Sozialwohnung. Meine Damen und Herren, im Grunde ist die AfD eine Sammlungsbewegung aus zwei Parteien.
Zum einen die bürgerliche Mittelschicht. Mein Freund Kropala hat gerade auf den Mittelstand hingewiesen und seine Bedeutung. Denn er ist das ökonomische Rückgrat des Landes und auch unseres Landes. Dieser Mittelstand kann nicht einfach sein Unternehmen nach Indien verlagern, um dort besonders billig zu produzieren. Auf der anderen Seite gehören zu diesem Bündnis viele sogenannte einfache Menschen, deren Jobs entweder miserabel bezahlt werden oder nicht mehr existieren, die ein Leben lang den Buckel krumm gemacht haben und heute von einer schäbigen Rente leben müssen. Das sind zugleich diejenigen, die als Erste ihre Heimat verlieren, weil es ihr Milieu ist, in das die Einwanderer strömen. Sie können nicht einfach wegziehen und woanders Golf spielen. Meine Damen und Herren, der Egoismus der Globalisten ist keine Spur edler als das Eigeninteresse der Partikularisten. Aber die Globalisten setzen mehr aufs Spiel. Wenn sie sich durchsetzen, werden viele Dinge verschwinden, die uns lieb und teuer sind und die niemals wiederkommen werden. Wir sind gerade dabei, auf Geheiß der globalistischen Elite alles abzuwickeln, was unser Land und unser Erdteil lebenswert macht. Den inneren Frieden, den Rechtsstaat, die soziale Sicherheit, die Gleichberechtigung der Frau, die Meinungs- und Religionsfreiheit. Frau Wagenknecht hat das begriffen. Und hat genau von links versucht, mit ihrer Bewegung Aufstehen in diese Lücke zu springen. Zitat: Zwischen den Kräften des Hergebrachten und denen des ständigen Fortbringens, Abservierens und Auslöschens wird es Krieg geben, hat der Dichter Otto Strauß schon 1993 in seinem berühmten Essay Anschwellender Boxgesang prophezeit. Genau das steht uns bevor, das Abservieren und Auslöschen, wenn wir nicht aufpassen. Wobei wir alles dafür tun werden, dass dieser Konflikt friedlich ausgetragen wird. Da die Völker unwillig sind, den grauen Tod der Diversity zu sterben, haben die Globalisten den Migranten als neues revolutionäres Subjekt entdeckt. Die Gretchenfrage unserer Epoche lautet deshalb: Wie hast du es mit der Migration? Hier scheiden sich die Geister. Und wenn Sie mich fragen, hier entscheidet sich das Schicksal zumindest der europäischen Zivilisation und nicht nur das Schicksal des deutschen Vaterlandes. Meine Damen und Herren, wir wollen der Gegenseite nicht die Legitimität ihrer Interessen absprechen. Aber sie spricht uns die Legitimität unserer Interessen ab, indem sie unser Bedürfnis, die Heimat nicht preiszugeben, als ewig gestrig, rassistisch und weiß die Hölle noch was zu denunzieren versucht. Der große Philosoph Spinoza hat einmal gesagt, sich selbst in seinem Sein zu erhalten, ist das erste und einzige Prinzip der Individuation. Das gilt für Personen wie für Völker. Das elementare Bedürfnis eines Volkes besteht darin, sich im Dasein zu erhalten. Das ist im Grunde unser Parteiprogramm von der AfD in einem Satz. Es geht uns einzig um die Erhaltung unserer Art zu leben und zu sein. Und es ist eine reine Verteidigung. Und wer uns Aggression vorwirft und so den Verfassungsschutz auf den Hals hetzt, das ist der eigentliche Aggressor. Wir
bescheinigen allein unsere Lebensart. Das zentrale politische Zukunftsthema lautet Identität. Wir sind nicht wahnsinnig und behaupten, dass wir die Globalisierung stoppen oder umkehren werden. Das läge auch nicht in unserem Interesse. Aber wir wollen diesen Prozess nicht einfach achselzucken, ohne Regeln und ohne auf die Folgen zu schauen hinnehmen. Meine Damen und Herren, wer sich um Brandschutz kümmert und eine Feuerwehr aufbaut, will nicht die Verwendung des Feuers verhindern, sondern dass es außer Kontrolle gerät. Wer seine Identität nicht ins Feuer werfen will, muss heute bei allen Wahlen AfD wählen. Ich danke Ihnen. Ja, ich glaube, mit dieser Rede hat Herr Dr. Gauland sich in die Herzen nicht nur der Weißwasserer hier reingebrannt, sondern auch aller Sachsen. Und ja, ich habe es schon gesagt, Sie sind ja auch in Sachsen. Ne? Das musste man. Vielleicht Ehrenmitgliedschaft noch in der Landesgruppe. Kann man noch einen 11. Aufnehmen? Oder, ne? So, ja, gut.